Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 23 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Wir spielen heute gegen Hertha, Heimspiel. Letztes Heimspiel haben wir in der letzten Folge haushoch verloren mit 3:1 gegen Hoffenheim. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Das hier wird unsere Startformation sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch erstmal rein ins Spiel. Let's go! Tore aus den letzten drei Spielen sind eine klare Ansage. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Ich darf Sie herzlich begrüßen. So, gehen wir rein. Gehen wir rein. Gegen Berlin. Wo geht die Reise hin? Nach oben, nach unten? Das entscheidet sich jetzt natürlich mit in diesem Spiel. Sehr klar. Erste gute Aktion. Oh, ja, halb Chance. Schön hart. Ja, Frimpong. Rabiot spielt einfach bei Berlin. Hat oh, auf Yasaku und was macht er? Er setzt Wimmer ein, wunderbar. Keiner ist bei Wimmer. 1-0. Führung. Ganz, ganz wichtig. Yasaku macht das stark, bindet da zwei Spieler. Keiner ist bei Wimmer. Und der bringt den Ball locker über die Linie. Wir führen 1-0. Guckt euch das mal an, wie Frimpong rennt. Habt ihr das gesehen? Oh oh. Was macht da der Keeper? Aber den hält er natürlich gut. Oh, Frimpong. Wichtig, dass er da gestört hat, sonst würde es hier 1-1 stehen. Boah, jetzt ist die Fahne wieder davor. Ey, es ist so ein Backspiel. Na, naja, das haben wir gut gespielt. Stark von Wimmer. Komm mal, Winger. Gibt es für mal ein 2:0 kurz vor der Halbzeit? Wimmer. Boah, schön hart. Nächstes Tor. 2:0. Stark. Ganz, ganz stark gespielt. 2:0 kurz vor der Halbzeit. Wichtig. Also, schön hart ist on fire. Und Frimpong probiert es einfach mal. Ja, schade. Und dann muss sich Hertha jetzt im zweiten Durchgang was einfallen lassen. Wir bleiben dran. Mokoko. Nicht so gute Möglichkeit, nochmal ein Eckball. Schade. Nochmal Eckball, okay. Ich dachte, das wäre Abstoß. Da kommt die Ecke. Halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Oh, schade. Oh, Vorsicht. Anrade. Schön auf Liftbrill. Was macht er? Ja, bringt den Ball aber nicht hin. Schau, jetzt der Konter.
Aber Frimpong ist natürlich da. Oh, vorsichtig. Gut gehalten. Spielstand heißt damit 2 zu 2. Gespielt sind 81 Minuten. Dankeschön. Oh, Lacroix stark. Dass wir dieses Spiel jetzt gewinnen, ist klar. 2 zu 0 ist eine sehr, sehr gute Vorstellung. Haben ein gutes Heimspiel gemacht gegen Berlin, die auch einen sehr, sehr starken Kader haben. Gibt es hier nochmal einen Konter? Nee. Zweite Halbzeit dann wieder ein bisschen dürftig. Aber erste Halbzeit war richtig gut. Wie gesagt, 2 zu 0 gewinnen wir und sind damit jetzt, können wir uns oben festsetzen. Erstmal. So, jetzt geht's gegen Leipzig. Ich würde eigentlich ganz gerne diese Startformation erstmal lassen. Wobei, eigentlich wollte ich Scalvini wieder bringen. Und Wimmer bleibt jetzt auch erstmal. Luca Netz kommt wieder rein. Und ja, dann lassen wir das so. Und sehen, dass wir jetzt gegen Leipzig spielen. Eigentlich eine Top-Mannschaft, aber Tabellensituation sagt was ganz anderes. Die sind überhaupt nicht in die Partie gekommen, also in die Saison. Erst ein Unentschieden aus 3 Spielen ist natürlich hinter den Ansprüchen und Sané ist jetzt zu Leipzig. Aufpassen, let's go. So, Sané vor seinem Debüt kann natürlich jetzt gründlich in die Hose für uns gehen oder wir überraschen weiter. Wie gesagt, ich will ein gutes Spiel sehen von den Jungs. Wir sind gut drauf. Boah, der erste Fehler. Seine erste Aktion geht auch auf, aber dann den hätte er reinmachen müssen. Erste Riesenchance Leipzig. Leipzig hat einen krassen Kader mit Rüdiger, Frimpong, Sané. Na, gut, davon Frimpong gestört. Keeper ist da. Stark. Yasaku macht's einfach mal alleine. Raus auf Nusser. Was macht er? Auf Yasaku, Gerhard. Oh, gut gehalten. Was machen die da? Oh, das ist gut gespielt. Oh, überragend gehalten. Erste Riesenaktion. Hätte hier schon das ein oder andere Mal klingeln können. Oh, wunderbar von Nusa. Jen Hart kommt da nicht durch. Was ersetzt sich aber durch? Und wieder, also Chancenwucher heute auf beiden Seiten. Und jetzt wieder Leipzig. Spiel geht hier rauf und runter. Frimpong, ne. Ah, das Pressen überspielen wir richtig gut. Wimmer jetzt. Überragender Ball. Wimmer muss eigentlich direkt abziehen, ne? Warte nochmal auf Kammerwinger. Abgefälscht. Schade. Was war das bitte? Muss er wieder. Jesus. Das machen die gut. Also es ist heute eine sehr, sehr gute Verteidigung von beiden Seiten. Aber auch Chancenwucher auch auf beiden Seiten. Jetzt mal Frimpong. Ah, nee. Boah, ist jetzt mal gut gespielt. Erster Abschluss. Mokoko. Kammerwinga, nächster Abschuss. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme. Nur Anrade, das müsste doch eigentlich das 1-0 sein, oder? Nee, wieder überragend gehalten. Und jetzt ist es passiert, weil Anrade dran bleibt.
Und wir führen. Da Wimmer Vorbereitung an Rade schaltet schneller. 1-0. Wimmer geht und der Youngster kommt. Lethbridge. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, wie gesagt. Koko ist da komplett frei. Kopfball. Ja. Wunderbar gespielt, Keeper hat ihn aber. Was macht die Abwehr da? Was macht die Abwehr da? Das ist schon so ein zweiter Bock. So, hier, also. Hier war die Situation eigentlich vorbei. Okay, ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück für uns. Jerky nimmt den Abstauber. Und Leipzig ist aufgerückt. Das müsste eigentlich jetzt hier das 3-0 sein. Ist es aber nicht. Oder ist es? Es ist es. 3-0. Konter. Eiskalt. Ja. Nimmt da volles Risiko. Hätte auch 5 Meter übers Tor gehen können. Oh, Mokoko. Leipzig passiert jetzt hier oder gelingt gerade gar nichts. So, Cherky, wunderbarer Ball von Frimpong. Was macht Cherky da? Ja, das hätte das 4-0 sein müssen. So bleibt es beim 0-3. Und Leipzig ist tief in der Krise. So, ihr seht's. Nächstes Spiel ist dann Champions League gegen Inter Mailand, glaube ich. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind im Moment wahnsinnig gut drauf. Und dann geht es jetzt gegen Inter Mailand. Gucken wir noch einmal auf die Tabelle. Wir sind Inter Mailand, Celtic und Basel. Das ist eine machbare Gruppe. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge. Und dann hoffen wir auf einen guten Auftakt. Wir haben das schwierigste Spiel am Anfang. Und zwar in Inter, also in Italien. Würde ich behaupten, vom Papier ist es das Schwierigste, die schwierigste Aufgabe. Morgen wissen wir, wie es ausgeht. Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.